Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Sonic the Hedgehog 1 für den Sega Mega Drive. Ja, ist ja das erste Sonic-Spiel, was hier rauskam, und als großer Sonic-Fan gehört natürlich das auch mal zu Let's Playen, und jetzt ist der Moment gekommen und ja, so fängt's doch schön an. Erstmal von einem Feind gefistet werden. Wie schön. Auf jeden Fall, Sonic 1 will ich versuchen komplett zu spielen, sei es mit allen Chaos Emeralds. Mal gucken, ob mir das gelingt. Und ja. Ja, ich spiele die Original-ROM, nur so gesagt. Also jetzt nicht die PC-Version über Steam, die man kennt. Was ich noch sagen möchte, bevor es jetzt hier... Okay, während ich weiterspiele, bevor, klingt jetzt ein bisschen falsch an der Stelle. Ich werde in diesem Let's Play auch Save States benutzen, ist natürlich kein großes Geheimnis. Nur, jetzt kommt das nur. Ich werde nur vor dem Anfang jeder Zone, also nicht vor jedem Act, sondern nur vor jeder Zone safen. Aber ich will weitestgehend versuchen, nicht zu loaden. Also, versuchen den Spielstand zu laden, weil ich irgendwas verkackt habe oder so. Mal gucken, wie gut das wird. Whoop. Climber in die erste Special Stage, perfekt. Mal gucken, wie viel wir pro Part schaffen. Das kann ich jetzt leider auch noch nicht sagen. Na dann. Kommt jetzt die erste Special Stage. So, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Aber eigentlich ist das ganz kindlich. Wow. Rein, 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 rein. Skill. Das nenne ich mal perfekten Skill. Einfach mal so den ersten Kurs mit einkassiert. Natürlich. Und ab in den Act 2. So. Erstmal dahin. So, mal gucken, ob ich jetzt drüber tricksen kann. Verdammt, das war eigentlich nicht geplant. Ich möchte nämlich da drüber. Ah. Verdammt. Verdammte Mist. Ich schaff das schon. So. Für alle, die es nicht wissen, wie man hier weiterkommt, ich zeige es euch. Es ist ganz einfach. Ein bisschen sprinten und dann BÄM. So kommt man weiter. Also wer es nicht weiß, der weiß es jetzt. Also man kommt überall weiter. Man muss nur wissen, wie. Okay, Selbstmordstelle vor der Win. Ja. Ringe. Wow. Komm her. Wow. Nice. So, nach oben. Da gibt es noch ein schönes Leben für mich. Das passt mir doch. Stimmt, hier gibt es keinen Spinner. Ich habe schon fast vergessen. Aber nur fast. Ja. Das kommt mir auch gerade gelegen. Also, bisher bin ich noch nicht gestorben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber man sollte das nie zu laut sagen, dass man niemals sterben wird, weil... Wenn man das einmal sagt, dann meint das Schicksal, euch einfach mal zu ärgern. Du kleine Scheiße! Ich kann einfach selbst daten. Oh Scheiße, ich habe kein Selbstdate gesetzt. Fuck. Fuck the bitch. Mist. Na, ich muss woanders die Chaos mit uns holen. Eisen vor den Zonen. Safe State, also von den Acts, wäre auch eine Möglichkeit. Wir können nicht einfach so in Chaos Emeralds kommen, aber das wäre auch wieder Betrug. So, ein bisschen Schwung in die ganze Sache rein. Perfekt. Das ist jetzt blöd gelaufen. Wow. Komm, Sonic. Sonic. Jump. Yes. Wir sind wieder frei. Frei vom Fluch. Wow. So viele Gegner, Alter. Gibt schön viele Punkte. Und schön viele Tote. Wow. Das ist auch nice, der Move. So, App. Eigentlich wollte ich das vermeiden, aber... Naja. Das Schicksal meint halt anders. Kennen wir natürlich. So, jetzt mit ein bisschen Schwung. Nochmal mit Schwung.
Na, komm. Verdammt, wieso? Sonic. So. Wow. Wie perfekt gemoved, Alter. So, Ringe können wir auch gleich noch gebrauchen. Und da kommt schon unser freudiger erster Boss. Bam. Och Gott. Du. Boah. Wer kennt ihn nicht? GG Chaos. Alles klar, Mann. Du bist gut. Danke. Ja, du bist schlecht. Hey. Das habe ich jetzt nicht gehört. Sonic hat noch nicht das gehabt, was ich wollte. Ja, die größte Ausrede aller Zeiten. Jedes Mal sagt man dann, oh ja, das Spiel war schuld. Das war geplant, dass ich Schaden nehme. Das war sowas von geplant alles. Also jeder meiner Schritte ist zu 100% geplant, alles geskriptet. Damit ich hier sagen, den Ultimate Score bekomme. Ich meine, was glaubt ihr wohl, wieso ich so gut in Sonic Spielen bin? Genau wegen sowas, weil ich skripte. Nicht Spaß. Jetzt habe ich jeden meiner Moves komplett durchskripten würde. Das wäre doch verrückt. Oh, jetzt kommt eine schöne Zone. Mit einem geilen Soundtrack. Ein Fail haben wir. Und als ob ich hier so oft fehlen werde, das. Ich würde mich auslachen dafür. Perfekt. Erstmal ein paar Ringe mitschleppen. Oder abschleppen am besten. Ja, so kann man es auch am besten sagen. Was gibt's hier? Man hätte auch hochtricksen können, also es gibt eine Möglichkeit. Wow. Da. Okay, das schieben wir mal weiter. Und runter. Na dann beweg dich, du Scheißding. So, Checkpoint? Yep. Komm. Nice. Da. So. Wer den größten Skill sucht in Sonic 1, der ist bei mir hier an der richtigen Adresse. Hier werdet ihr nur mit Skill, zugespannt. Fuck. Komm. Nö. Skill. Findet ihr überall. Nur nicht hier. Nicht Spaß. Ihr seht doch hier, wie ich skille. Also. Skill gibt's nur hier. So, jetzt muss ich gucken. Wow. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass da schon der Act endet. Ich dachte, es geht länger, dass man nochmal runter muss. Na gut, meinetwegen. Special Stage 2. Darf ich selbst denn? Einmal machen wir nochmal. Yep. Ich versuche gerade mit dem Safe State ein bisschen zu arbeiten. Also ich habe manchmal nicht so ein Vertrauen in das Safe State System von Kega Fusion. Weil ihr müsst vorstellen, ich habe mal ein 101 aufgenommen mit jemandem. Wir haben es nie bis zum Ende aufgenommen, also es ist nie beendet worden. Das Problem war, dass ich kann dem Safe-State-System nicht so wirklich vertrauen. Also, teilweise hat es so einen Bockmist gemacht, das hättet ihr euch nicht gerne gegeben. Also, manchmal dachte ich, saved überhaupt? Manchmal hat er gar nicht gesaved, also gar nichts. Nicht mal, als ich auf die Taste gedrückt habe, da hast du die Hotkeys. Was ist damit? Ja, wollten ne. Wow. So. Versuche ich mich da durchzumogeln. Wow. So geht's auch. So, und jetzt. Nice, komm. Sonic, komm. Das muss ich schaffen mit einem Sprung. Und. Oh Gott, ich dachte schon, Sonic ist zu dämlich dafür. Das wäre zu geil, ohne Scheiß. Und ja, ich hoffe, dass das Mikro jetzt etwas besser klingt. Jetzt nicht so dumpf
wie ihr es kennt von dem vorherigen Let's Play Sonic Rush. Wisst ihr, warum das so ein bisschen so dumpf klang? Zum einen lag es am Soundkartentreiber, weil noch der Treiber meines alten Ersatzheadsets drauf war. Und der hat ein bisschen meiner Soundblaster in den Arsch getreten. Und der zweite Grund war die Signalverbesserung. Ich glaube, die und mein Rocket Headset, das passt irgendwie nicht zusammen. Bei der Logitech hat es gepasst anscheinend, aber hier nicht. Deswegen habe ich es kurzerhand deaktiviert. Und seitdem klinge ich irgendwie deutlich besser. Ich habe schon ein paar Tests gemacht mit Auto City. Und ja, deswegen bleibe ich jetzt auch bei diesen Einstellungen. Ich hoffe, es passt auch. Muss mal gucken, wie in den ganzen Verstärkungen dann im Video, aber mal gucken. Da 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 da. Ich hasse euch. Nicht euch, sondern ja die ganzen Gegner. Als ob ich euch hassen würde. Ich bitte euch. Ja. Ich werde auch oft genug die Save-Taste drücken, aber ich werde versuchen nicht zu loaden. Nur zu safen. Double Kill des Todes. Alter, bist ja noch nicht gestorben hier in der Marble Zone. Jedes Mal höre ich hier so von einigen, ja, wie sterben ich denn nicht in der Marble Zone? Also, was ich schon gesehen habe, beispielsweise bei Terra. Na, Terra, erinnerst du dich noch an dein Sonic 1 Let's Play? Du bist so oft gestorben und jetzt siehst du meinen Skill und bist total neidisch. Kannst du ruhig sagen in den Kommentaren, dass du schon neidisch bist auf, wie geskillt ich hier alles bewältige, alle Herausforderungen bestehe. So, jetzt darüber. Perfekt. Machen wir noch den Act. Und dann Part Ende. Ja, das könnte passen. Da 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 da. Wow, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Ringe. Ja, wir brauchen noch. Brauchten wir Ringe? Ich sagte, wir haben alle Ringe. Okay, jetzt wird gescored. Zehntausend. It's over, 9000. Und ich nehme erstmal Schaden. Natürlich muss das sein. Erstmal schön ja Stacheln angezündet. Wow. Komm. Es könnte klappen. So. Es gibt einen Trick, wenn man hier durchschmuggelt. Perfekt. Yes. Ich werde dort noch einen Selbstmord machen in der Special Stage. Okay. Ich denke mal, ist nicht so schlimm. Und danach bin ich auch den Part, wenn wir die Special Stage geschafft haben. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist der Emerald? Ach, ich glaube, der war da. Fuck it, you bitch! So, ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade sage, für eine Scheiße hier. Ohne Scheiße, ich laber gerade nur Scheiße, weil ich so eine Scheiße hier abziehe. Ja, das begründet mal wieder alles. Ich bin gerade so scheiße, weil ich so eine Scheiße laber. Oh fuck. Wow. War es gerade Leben oder Continue? Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch so. Das ist mit so Bratwurst. So. So, jetzt müsste ich reinkommen. Oh nein. Nein. Oh. Ich dachte jetzt schon, das war's. Aber ich hätte nochmal Glück gehabt. Dem Unglück sage ich nur. Nee, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Betrugsspiel. Da hat der Chaos zum Selbstdeck gegriffen. So eine scheiß Betrug, Alter. Ah, fuck. Komm, den Emerald holen wir uns. Egal wie viel es mich auch kostet. Oh Gott. Oh, Alter, wenn ich jetzt so reingerutscht wäre
In diesen Goldpoint. Oh shit, ich glaube, das wäre so peinlich. Ohne Scheiß. So, jetzt rein mit uns. So, komm. Komm. Nur noch einer. Komm. Ja! Und damit wäre es auch vorbei. Ihr könnt natürlich wieder Kommentar, Wertung da lassen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Und Emerald Control.